Also, ihr sollt natürlich jetzt nicht den Film gucken, deswegen ist es so verschachtelt. Aber die Präsenz von Bildern ist ja immer etwas, was man in diesem Fall die Fragmente als Ankündigung von etwas, was erst ganz am Ende kommt, gemeinerweise. Ganz am Ende werde ich den Film analysieren und interpretieren, wie ich das denke, dass es ein Film ist, der eine Thematik hat, die ich als, sagen wir mal, künstlerische Existenzproblematik entwickle. Natürlich hat er eine andere Zeit der Darstellung. Also es ist 19. Jahrhundert, es ist Amerika, es ist, aber es geht um einen Künstler. Dead Man Walking habe ich es genannt. Ein Film, der in einer anderen Zeit agiert, ein anderes Genre hat, ein spezielles, ein sehr amerikanisches, der, wie ich vorwegnehme, aber nur als Ankündigung erst einmal die Schwierigkeiten einer Künstlerexistenz. Jemand ist gut ausgebildet, begibt sich in die Gesellschaft mit dem, was er gelernt hat und stellt fest, dass man ihn weder braucht noch irgendwie verwenden könnte im Sinne seines beruflich qualifizierten Einsatzes. Und darauf reagiert er dann in verschiedensten Formen und es gibt viele Hinweise in diesem Film für das, was ich behaupte. Also die Ordnung der Interpretation, wie ihr wisst, ist im Film gegeben für mich. Es gibt viele Hinweise auf Künstlerexistenz. Nicht zuletzt den Hinweis auf William Blake und der Protagonist heißt Bill Blake. Und er reagiert auf diesen Schock, nicht gebraucht zu werden aufgrund seiner Ausbildung, auf sein Können, wie er glaubte, und spaltet sich in mehrere Personen. Und diese Personen führen dann die Handlung, aber es ist alles er. Und die reagieren unterschiedlich auf die Realitäten, mit denen er es zu tun hat. Und die Realitäten sind eben dieser Typus Western, der für Amerika und die Entwicklung Amerika ja sehr wichtig ist. Also es ist eine Gesellschaftskritik im eigenen und auch im individuellen, also im allgemeinen und auch im individuellen, dass jemand sich versucht eben dort durchzuhauen, ob das nun gut ausgeht oder nicht, das erfährt man erst am Ende, wie das sich löst. Aber ich nutze den Film lediglich, und ihr merkt ja jetzt auch hier, um das Thema, die Schwierigkeiten, also sich mit Kunst zu beschäftigen, und die, da fängt es ja schon an, das steht einem ja nicht so ohne weiteres zur Verfügung, sondern man kann schauen, wie die Dinge ungünstig, widrig in der Gesellschaft laufen, obwohl alles so schön vorbereitet da liegt. Und das will ich ein bisschen darauf verweisen, dass wir hier ganz aufs Hören und damit verbundenem Denken eingestellt sind, aber eben doch auf Sehen angewiesen bleiben. Und dieses Sehen von Bildern ohne Ton heute, obwohl es eine schöne Musik von Neil Young dazu gibt. Wunderbar. Aber das kommt dann eben erst am Ende der ganzen Sache. Vorher ist es wie der Hintergrund, im Wortessinne diese Bilder, aber im inhaltlichen Sinne auch der Hintergrund, sein Leben als künstlerisch agieren wollender versuchen zu führen. Und eben all diese Widrigkeiten, die dem sehr bildhaft und sehr aufdrängend, wie ich fand. Deswegen habe ich es dann genannt Dead Man Walking. Wobei ich den Hinweis bekam, dass es da auch einen Film gibt, aber den meine ich überhaupt nicht. Ich meine einfach, Dead Man ist einer, der agiert. Das ist ja in sich schon ein Widerspruch, Dead Man Walking. Kann man ja auch schon genießen als sozusagen eine Form des dialektischen Wirkens von Handlungen, die man vorhat oder
mit denen man sich befasst. Im Widerspruch zu gesellschaftlichen Bedingungen, im Widerspruch zu persönlichen aufgebauten Vorstellungen, sprich sogar Erwartungen. Aber vorab noch eine kleine Bemerkung, die darin mündet, in einer Frage: Welcher Vorgang ist es eigentlich, und ich frage mich das wirklich, der einen nicht nur jetzt hier sprechen lässt, sondern vorab sogar, ich habe mir ja auch einiges aufgeschrieben, der einen schreiben lässt, ohne genau zu wissen, was man denn schreiben sollte. Und dann noch das Geschriebene als Vorlage für das Sprechen in diesen Situationen wie jetzt zu nutzen, aber höchst selten im Verhältnis von 1:1, sondern lediglich als Ausgangspunkt, als Gegenstand des Umrundens und Verlassens. Also ich stelle mir das so vor, es ist ähnlich, wie wenn man ein Bild malt, malen will. Man stellt sich Leinwand und Farben bereit, dann kommt der Prozess des Malens und es kommt auch unter diesen organisierten Bedingungen des Handwerklichen immer etwas anderes heraus, als man eigentlich vorgehabt hat. Das als eine Frage der Bewegungsmöglichkeit, des Veränderns, während es stattfindet, eine offene Tür sozusagen, die die Chance bereithält, dass es sich etwas anders ereignet, als das, wie man es sich vorgenommen hat. Und diese Offenheit, bei Kunstwerken spricht man ja dann vom offenen Kunstwerk, die also einen offenen Ausgang haben, die eine noch nicht geklärte, keiner weiß, wie es enden wird, man selbst auch nicht, vielleicht sogar am allerwenigsten. Dann noch die Herbeiholung einer filmischen Erzählung, Dead Man von Jim Jarmusch, und dann deren Interpretation oder dessen Interpretation leiten dann auf jeden Fall alle 12 Lektionen dieser, ich nenne es mal, Vorlesungsinstallation. Was ich damit meine, ist den meisten von euch schon klar, dass ich ja weniger das theoretische Moment, obwohl es darin enthalten ist, aber nicht so sehr meine, sondern vielmehr diese Form des vortragenden Sprechens als künstlerische Praxis zu verstehen. Das ist eben genau das, dass man nicht konsequent einhalten muss, wie man, unter welcher Absicht man gestartet ist. Also Vorlesung dann als künstlerische Praxis, Sprechen als künstlerische Praxis und eben weniger als Theorie, aber vor allem als Installation im Klangraum, prozesshaft übergehend hin zum Bedeutungsraum. Vom Klangraum zum Bedeutungsraum. Ein Übergang. Und ich werde über den Film erst in den letzten 2 Lektionen dieser ganzen Veranstaltungsreihe sprechen. Und dann erst wird der ganze Film gezeigt werden. Und daran schließt sich dann auch eine Interpretation an, die diesen Film als Erzählung einer künstlerischen Existenz, wie ich schon sagte, mit all den Schwierigkeiten versucht zu deuten. Dabei herrscht natürlich, und das muss auch erwähnt werden, eine gewisse Abhängigkeit vom selbstgewählten Medium. Das heißt, wie bekannt sein dürfte, jeder Sprechende kann nur das wiederholen, was die Sprache ihn sagen lässt. Und bereits hier, deswegen sage ich das so ausdrücklich, gibt es einen Sprung, also mit einem Sprung hinein in einen Aspekt der ästhetischen Erfahrung. Nämlich, alles Ästhetische kommt aus der Vergangenheit, ist also immer
Wiederholung. War schon da, kommt wieder. Also diese berühmte Bewegung zwischen nicht mehr und eben noch nicht. Nicht mehr als Ausgangspunkt des bereits Dagewesenen, aber noch nicht als eben diese Frage der Offenheit, des noch nicht, respektive will ich mal einwerfen, des noch nicht Verstandenhabens. Und wie wir wissen, dass auf diesem Weg, könnte man ihn ja auch vielleicht besser nennen, das Bild passt besser, auf diesem Weg berührt man nämlich die Zone des Unsichtbaren, will sagen, des Unbedingten. Das eben, was mit der Zeit und durch sie, diese Zeit, zwischen den Wörtern, im Klangraum an Dingen, Objekten und Motiven erzeugt wird, ergänzt durch die Bilder im Umraum. Und ein solcher Weg wandelt sich auf diese Weise, wie ich das gerne nenne, in eine Passage des Passierens. Das heißt, jede einzelne der vorgenommenen 12 Lektionen dieser Vorlesung schafft durch Trennung von den anderen solchen Möglichkeitsraum. Das heißt, eine Ganzheitsbehauptung, die ich dieser Reihe trotzdem gerne zuschreiben möchte, praktiziert nämlich eine Mimesis des Denkens. Mimesis, also Abbildung. Dabei wird das Denken verstanden als eine schrittweise Bewegung von einer Option zur anderen, von einer Variation zur anderen, innerhalb eines übergreifenden, ich möchte es nennen, virtuellen Systems, nämlich der Kunst, das alle denkbaren Optionen und Variationen in sich einschließt, wenn sie noch so widersprüchlich sind, und dadurch ordnet. Also dadurch, dass ich weiß, dass es sich um Kunst handelt, habe ich eine gewisse Ordnungsstruktur, die mich das Ganze besser, ruhiger und manchmal auch gelassener ertragen lässt. Also eine Ordnungsstruktur. Es gibt ein schönes Bild, das kennt ihr, ich sage es nochmal, dass Kunst so etwas ist wie ein Netz, was über den Abgrund gespannt ist. Also alles ordnet und sogar den Abgrund verdeckt. Und diese Dramatik, die ihr ja schon in Dead Man und dann Walking erkennt, das geht schon aufs Ganze. Will sagen, aufs ganze Leben, auf das, was die Bedingungen dessen sind. Und das Sprechen, wie es sich jetzt hier ereignet in dieser Vorlesung, verstanden als Gespräch natürlich, also als eine Repräsentation des Denkens im Kunstkontext zu verwenden, wäre also meine Aufforderung an die Hörenden. Also das Sprechen, was das Gespräch erzeugt, als eine Repräsentation der Kunst, in deren Kontext es passiert, zu verwenden, wobei jeder Einzelne dann, und das ist fast interaktiv zu verstehen, als Gesprächspartner, ohne das Wort ergreifen zu müssen, durch, wie ich das nenne, aktives Hören fungiert. Allerdings, und das muss man eindenken, hat vorerst nur der Sprechende das Wort. Die anderen sind eben dann die aktiv Hörenden. Worunter hier gemeint ist, nicht nur dem Vorgetragenen zu folgen, sondern unter aktiv verstehe ich auch, den eigenen Abschweifungen nachzugehen, also abschweifen und zurückkehren.
Boris Groys, ein Kunsttheoretiker, bezeichnet das in seiner kunstgeschichtlich-theoretischen Überlegung, ein sehr beeindruckender für mich Satz, deswegen nehme ich ihn, als eben, Zitat, einen Übergang von der Mimesis der Natur zur Mimesis des Denkens. Also der Abbildung der Natur zur Abbildung des Denkens. Ich sehe darin natürlich eine Radikalisierung. Eine Radikalisierung, die die Überwindung der klassischen Avantgarde, also der Moderne, darstellt. Und man müsste natürlich fragen, nicht nur was ist das, sondern woher kommt eigentlich diese Radikalisierung? Denn die Avantgarde der Moderne, wie wir das kennen und wovon sich heute noch viele ernähren und wir ja wohl meist auch, diese Mimesis der Natur wurde im Namen des freien, spontanen, künstlerischen Denkens abgeschafft. Aber für eine solchermaßen agierende Avantgarde war die Anwendung des Prädikats Kunst auf einen bestimmten Gegenstand, Vorgang oder gar Zusammenhang, das Ergebnis dann einer rein subjektiven Entscheidung, die vom Künstler oder eben auch, und das ist wichtig, vom Betrachter getroffen wird. In dieser, wie ich finde, einsamen und zugleich gesellschaftlich verpflichtenden Erscheinung sah jedenfalls die klassische Avantgarde den Ausdruck der individuellen Freiheit, der damit in Folge sich ereignenden Autonomie und Souveränität der Kunst. Wir erinnern uns, jedenfalls einige von euch weiß ich, dass sie das schon auch gehört haben. Ich hatte schon mal darüber gesprochen, wie es mit diesem Bedürfnis der Künstler der Avantgarde gewesen ist, sich selbst zu befreien und dabei etwas Fatales passiert ist. Sie haben nämlich vergessen, dass der Betrachter, dadurch, dass die Künstler ihn einfach ignoriert haben, zuerst zwar furchtbar irritiert war, aber dann sich eben durch diesen Vorgang hat nicht befreien lassen, sondern es ist einfach passiert, dass er sich auch frei gefühlt hat und frei eben das zu tun und das mit der Kunst zu machen, was man heute Geschmack nennt. Seitdem ist Kunst in unseren gesellschaftlichen Abläufen Geschmackssache geworden. Und in dieser einsamen und zugleich, wie ich finde, gesellschaftlich verpflichtenden Erscheinung sah eben die Avantgarde, ich wiederhole das nochmal, den Ausdruck der individuellen Freiheit, Autonomie und Souveränität. Allerdings wurde dann der Spieß der Freiheit umgedreht. Das will ich nicht unerwähnt lassen. Und dann wurde diese Autonomie durch kleinen Exkurs, durch Diskurse wie denjenigen zum Beispiel des Strukturalismus, eben Mitte der 60er Jahre und folgende, wiederum radikal in Frage gestellt. Denn die einsame autonome Entscheidung eines Individuums wurde damals als eine solche verstanden, die letztendlich von dem System diktiert wird, das die Denk- und Entscheidungsprozesse aller Individuen in einer Gesellschaft regelt. Das heißt, man hat Abstand davon genommen, dass es willkürliche individuelle Entscheidungen seien, sondern dass die noch so individuell gespürte Entscheidung immer eine gesellschaftlich vorgeprägte Entscheidung war und diese sich einordnet. Dass also die Frage mit der Freiheit der eigenen individuellen Entscheidung von der nicht so sehr weit her ist. Das heißt, die Deutungsinstanzen, die wir alle kennen, also der Kunstmarkt, die Kunsttheorien etc., mit ihren eben auch selbst geschaffenen Regeln bestimmen darüber, wie die Gesellschaft etwas beurteilt und wie die Welt oder die Menschen die Welt sehen. Es
gibt Michel Foucault, ganz berühmte Menschen, die am Anfang diese Diskussion sehr befeuert haben, dass das also alles in einem System und deren dessen Kontext passiert und gar nicht so individuell ist, wie die Moderne das geglaubt hat. Er sagte zum Beispiel so etwas wie, ist nicht ganz korrekt zitiert, aber er sagte, das gesellschaftliche Konzept gibt unseren Erfahrungen die Form. Wir sind, was wir zu sein glauben. Und was wir zu sein glauben, hängt sehr maßgeblich von der Gesellschaft und ihren Konzepten ab, in der wir leben. Das war eine typische Bezeichnung dessen, was ich vorab Strukturalismus nannte, wo er später allerdings, dieser Michel Foucault, wieder Abstand von genommen hat. Aber das ist noch ein anderes Thema. Er hat sogar die Gegenwende vollzogen. Also, was man für gut und richtig hält, für angemessen oder für schön, findet man nicht, so war die Aussage, tief in sich selbst, sondern man übernimmt diese Vorstellungen von außen. Und auch die Kriterien, nach denen man auswählt, hat man nicht selbst erfunden, sondern übernommen. Die Ausrede, so möchte ich darüber sagen, war zur dominierenden Rede geworden und nannte sich dann sogar Diskurs. Diesem Strukturalismus, der also die Ausrede, der kam ja nicht von ungefähr, ich komme nachher noch drauf, sondern er hatte etwas vorlaufend. Diesem Strukturalismus ging aber etwas voraus. Er war nämlich eine Reaktion auf den Existenzialismus. Und dieser, in den 50er Jahren, vor allem in Frankreich natürlich, und dieser, es lässt sich nicht leugnen, hatte den Menschen, wie Peter Sloterdijk sich ausdrückte, fand ich so schön, überbelichtet. Das heißt, er hat ihn bloßgestellt als das Wesen, das immer etwas tun kann und das fast immer. Er hatte ihn aufgespürt als den Deserteur, der vor seiner Freiheit versagt und die Fremdbestimmtheit wählt. Also ihn entlarvt als das Wesen, das am liebsten sagt, ich konnte nicht anders. Und über die ganze Epoche stand monumental und demütigend diese riesenhafte Silhouette des Menschen ohne Ausrede. Ich konnte nicht anders. Das heißt, es gab keinen plausiblen Grund, es so zu machen oder an der Freiheit, die man ja hatte, zu scheitern. Und der Strukturalismus, ihr habt es gemerkt, begann dann, vor allem in den künstlerischen Äußerungen, sehr stark die Ausrede, die vorher fehlte im Existenzialismus, war tragisch, war dramatisch, plötzlich der Gesellschaft zuzuschieben und den Prozessen, die die Gesellschaft auslöst. Denn es veränderten sich natürlich die Betrachtungsverhältnisse. Der auf den Existenzialismus folgende Strukturalismus brachte die Erlösung vom Fluch der Freiheit, indem er noch die kreativsten Subjektivitäten in Zwangssysteme formaler Bedingtheiten auflöste. Nie, so meine ich, wurde der Wille zur Ohnmacht besser bedient, nie war die kleinbürgerliche Mutlosigkeit theoretisch bequemer aufgepolstert. Es dominierte also die Ausrede. Und in diesem Klima des Strukturalismus französischen Stils entwickelte sich in Deutschland so etwas wie, viele kennen das ja, die Systemtheorie. Hervorragender Vertreter war der Soziologe Niklas Luhmann. Und das etablierte sich in Deutschland als Folge dieses Strukturalismus quasi unausweichlich. In der Kunst, in der bildenden Kunst, um die es uns hier ja geht,
passierte daraufhin der entscheidende Schritt in Richtung Abbildung der, wie ich das nannte, Denkprozesse, Mimesis des Denkens, indem sie das Denken nämlich zu ihrem Gegenstand gemacht und damit das Denken ästhetisiert hat. Ein wesentlicher Fall, zumal das Denken ja zu den Unsichtbarkeiten gehört und dieses zum Gegenstand der eigenen Handlungsweise umzubauen, ist natürlich eine Radikalität, der man sich jetzt rückblickend natürlich stellen kann, aber die natürlich selbstverständlich in dem Moment, wo das passierte, vollkommen unhandelbar war. Inzwischen wissen wir das, deswegen erwähne ich das auch nochmal, dass das stattgefunden hat und es kann unsere Bemühungen um die Einordnung, in Klammern, dessen, was wir selber tun, vor einem gewissen Hintergrund, vor einem gewissen sich ereignet haben, also ein geschichtliches Moment, nicht ganz ausweichen und nicht ganz davon absehen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Unterschied, den wir nicht vergessen dürfen und auch nicht sollten. Und deswegen hatte ich so betont, dass alles Ästhetische aus der Vergangenheit kommt. Wir also in jedem ästhetischen Prozess den Ablauf einer Wiederholung vor uns haben. Früher hatte ich mal das Beispiel, unsere physischen Voraussetzungen, dass wir nicht auf etwas gucken können, ohne zu blinzeln, dass dieses bereits schon eine Form des von etwas Wegsehens ist und wieder Hinsehens. Blinzeln, zurückkehren, da war ich schon mal. Das sind zwar Millipausen, aber sie funktionieren nach dem gleichen Konzept. Und deswegen sind sie für uns nicht ganz unwichtig. Für unseren Prozess, auch für unsere Überlegungen, auch in diesem Zusammenhang. Ich interessiere mich ja, ich jedenfalls, und ich unterstelle, dass das jeder, der hier, die hier sitzt, es auch tut. Ich interessiere mich ja für die Werke der Kunst. Ich will wissen, wie und warum dieses oder jenes, zum Beispiel Bild, Film oder ähnliches, entstanden ist und wie es vom Ereignisraum des Passierens in den Bedeutungsraum sich verwandeln kann. Das, was also die Interpretation hervorruft, dessen, was ich höre, versus dessen, was ich sehe. Und dabei ist immer nicht nur der Protagonist, wie es in Erzählungen, ihr wisst ja, filmische Erzählungen sind deswegen so faszinierend, weil sie dem wirklich in Wirklichkeit sich abspielenden Ereignissen sehr ähnlich strukturiert sind. Sie laufen in der Zeit ab und sie sind so etwas wie das in der Zeit Passierende, wie das eigene, wenn ihr so wollt, Leben. Natürlich ist der Film, das wissen wir, schon gedreht worden. Nicht? Ich erlebe es ja nicht, sondern es ist ein medial geformtes Werk und hat deswegen für uns als Interpreten die Verpflichtung, dass der Künstler, der das macht, in diesem Fall der Autor und Regisseur Jim Jarmusch, dass der die Instanz ist, und zwar die Instanz, die das Werk geschaffen hat. Mich interessiert es nach wie vor als Betrachter, das Werk zu verstehen oder zumindest zu erfahren. Oder erst zu erfahren und dann zu verstehen. Also lasse ich mich ein darauf, so wie ihr hier als Hörende sitzt, nutze meine kritischen Fähigkeiten, von denen ich hoffe, dass ich sie habe, und meine Beobachtungsfähigkeit, also meine Offenheit und vielleicht auch ein bisschen Wissen, um auf all dieses irgendwie zu antworten oder es zumindest anzustaunen, respektive es
zu bewundern. Und dieses Eintreten in die Kunst, schiebe ich mal voraus, ist ein absoluter Genuss. Ein Genuss, der nie aufhört, immer wieder neu beginnt, so wie man diesen Prozess wieder startet. Selbst wenn man dieses eine oder diesmal über einen gewissen Punkt nicht hinauskommen sollte, gelingt es das nächste Mal. Dieses noch nicht angesichts des nicht mehr, sondern sich dort in Wiederholung ereignenden. Gelingt es nicht sofort, dass ich es verstehe, habe ich die Hoffnung und kann ich die Hoffnung haben, ich werde es beim nächsten Mal verstehen und kann dann tiefer in das Werk eindringen. Und indem ich mich mit den, ich nenne das mal die wertvollsten Hervorbringungen der menschlichen Gattung, Kunst, das ist eine Behauptung, Kess, radikal, beschäftige, werde ich durch diese Beschäftigung ein Teil dieses Geschehens. Es ist also ein wechselseitiges Spiel, was da entsteht. Allerdings, wer nicht bereit ist, also ich will sagen, wer nicht spielen kann, weil er sich selbst zu wichtig nimmt, kann an diesem Genuss nicht teilhaben. Das passiert natürlich. Und wir wissen ja, dass es fast eine fanatische Sucht unserer Spezies gibt, die man die Sinnsuche nennt. Und diese Suche nach Sinn oder dieser Suche steht zum Beispiel die zentrale Aussage der Kunst entgegen, so geht es schon mal los. Denn die sagt, das alles hat überhaupt keinen Sinn. Bis hin zur, die menschliche Existenz ist sinnlos und paradox. Und gerade das wird nämlich einem von der Kunst immer wieder, wie ich meine, vermittelt. Also falls überhaupt ein Sinn existiert, dann ist es der eines ewigen Entstehens und Vergehens. Damit knüpft natürlich die Mimesis des Denkens sich zurück an die Mimesis der Natur, will sagen, die Fähigkeit, dass wir denken können, ist vielleicht sogar unsere Natur. Insofern hat sich gar nicht so viel geändert, wie ich es eingangs weismachen wollte. Trotzdem und vor allem lässt jene Kunst, welche die Sinnlosigkeit, also das von mir nicht Verstandene bisher oder nicht zu Verstehende proklamiert, plötzlich Sinn aufblitzen, indem sie über diese Negation das Disparate, das Fragmentarisierende, also das Auseinanderfallende in einem Ordnungsprinzip wieder ineinander schiebt. Die Chance also dieser Reihe der Lektionen besteht darin, das Auseinanderfallende, möglicherweise nicht sich aufeinander aufbauende, dann eben doch erkannt als Reihe neu ineinander schieben zu können. Ich will damit sagen, der Sinn einer solchen Sache muss nicht sofort bei sich selbst vollständig ankommen. Der Sinn muss also nicht vollkommen bei sich selbst ankommen, um ihn spürbar zu machen. Ich will damit nicht etwa das Prinzip der Hoffnung neu begründen, das wäre sicherlich zu optimistisch, aber was uns jedoch antreibt, ist das Prinzip trotzdem. Obwohl wir wissen, dass wir, wie manche sagen, zum Tod geboren sind, machen wir weiter. Und daraus entsteht eine unglaubliche Kraft. Wenn wir uns also hinreichend klar machen, dass wir zu diesem Tode geboren sind und uns dieses Paradox mit aller Kraft vor Augen führen, und trotzdem weitermachen, Dead Man Walking,
dann kann was anders zu Depressionen und möglicherweise Hoffnungslosigkeit, Verdrängungen sich anbietet, zur unendlichen Kraftquelle werden. Kunst ist also ein Paradox und gerade deswegen in der Lage, wie ich das gerne ausdrücke, als Modell fürs Leben zu dienen. Und das wäre die zweite Negation, über die zu sprechen wäre. Das heißt, die erste Negation steht zu sich selbst in der Verneinung und die zweite Verneinung steht zum Sinn des Lebens. Zwei Negationen, um die sich zu kümmern wäre. Vielleicht tue ich das noch ausdrücklicher in einigen anderen Lektionen, ganz sicher sogar, weil ich glaube, dass wir durch die postmoderne Struktur diese Affirmation fast schon eingeatmet haben, das affirmative Moment der Kunst. Und ich behaupte und halte dem nach wie vor entgegen. Und die Postmoderne im eigentlichen Sinne tut das ja auch, indem sie sagt, es ist ja noch gar nicht vorbei, das Ganze. Es steht immer noch in Verneinung zu dem, aus dem sie selbst hervorgegangen ist, zu diesem System. Das heißt, Kunst basiert auf zwei Wegen, die ich die zwei Negationen nennen möchte. Verneinung zu sich selbst und zu dem, was man den Sinn nennt. In Verneinung, aber natürlich dieser paradoxe Schritt, das kehrt sich um. Dadurch, dass es verneint, ist eine unglaubliche Kraft im Gange und lässt uns auf solche Weise wahrscheinlich sogar erfolgreicher in das System Kunst hineinkommen. Ende des ersten Teils.